Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Gesto und ihr seid die Zuschauer heute aus der Küche. Wir machen es uns wieder selber ohne Tüte. Spaghetti Bolognese. Da braucht man nicht viel für. Gehacktes Nudeln, das ist klar. Tomatensauce, Tomatenmark, Olivenöl, Rotwein, Petersilie, eine Möhre, Zwiebeln, eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, Gewürze, Pfeffer, Salz. Als erstes, Wasser im Topf haben wir schon, können wir Salz reinmachen, das ist hier die Nudeln und machen die Herdplatten an. So, vorne in den Topf kommt das Olivenöl rein. Zack, und den machen wir an auf kleine Hitze. Dann als erstes schneiden wir die Zwiebeln. Die würfeln wir. Dafür zwei links, von oben, sieht man schon mit der ersten Würfel raus rein, und so. So, Zwiebeln gewürfelt, dann machen wir uns an die Knoblauchzehen, die drücken wir immer kurz frei, so, das reicht schon, und haken die. Zack, das Ganze in den Topf zum Öl rein. Kurz umrühren. Ja, passt. So, die Zwiebeln und Knoblauch abbrät an. Dann nehmen wir die Möhre, schneiden die Enden ab und würfeln die genau nochmal so in kleine Stücke. So, Möhren gewürfelt, dann machen wir uns an die Petersilie und zerhacken das ordentlich klein. So, die gehackten Möhren, ach die gewürfelten Möhren und das gehackte Petersilie gehen wir jetzt mit zu den Zwiebeln. Und das Ganze lassen wir jetzt in Kombination 5 Minuten anbraten. So. So, das Gemüse kocht jetzt. Dann nehmen wir das Fleisch, kocht jetzt, brät jetzt und geben das dazu. Dann können wir den Herd auf eine Stufe höher stellen, dass das gehackt ist, jetzt schön brät in der Zeit. Perfekt. Kocht jetzt auch schon das Wasser. Das heißt, wir können die Nudeln ins kochende Wasser geben. Ja, ich denke, eine halbe Packung sollte hier Personen reichen. So. Voilà. Dann hier schön umrühren und jetzt 10-15 Minuten das Gehackte schön durchbraten lassen. So. Das ist jetzt alles hier noch durchgebraten, dann können wir den Tomatenmark rangeben. Machen wir hier ordentlich einen Schuss, dass das fruchtig ist. Wir rühren das um, lassen das ein bisschen mit anbraten. Das sieht doch schon geil aus. Und dann direkt die Tomatensoße. Einmal frei, dann das Ganze gut verrühren. So, die Nudeln sollten jetzt al dente sein. Das Ganze testen wir einmal mit dem typischen Trick, ob sie kleben bleiben. Perfekt, das heißt, die können wir abkippen. Dann kurz abtrocknen lassen, sozusagen. Perfekt. So, die Bolognese ist schon gut angebraten. Jetzt schmeckt man das Ganze noch mit Salz, Pfeffer und Oregano ab.
um und dann das andere. Uff. Also umrühren und der Rotwein kommt dann dran. Der gute Rotwein. Passt. Ja, ordentlich Schuss Rotwein. Jawohl. Umrühren. Das Ganze lassen wir jetzt abgedeckt. Ein halbes Stündchen kochen, dass die Flüssigkeit da ein bisschen verschwindet. Und dann ist unsere Bolognese auch schon fertig. So, ich habe sie mir wieder schön selbst gemacht. Meine Spaghetti Bolognese. Macht's nach. Lasst ein Abo und ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden in eurer Community. Und dann bis zum nächsten Mal.